Frau Schneckenburger, wir haben heute in der Pressekonferenz zum Verwaltungsvorstand nochmal über das Thema Schulen gesprochen. Wie ist da der aktuelle Stand? Also die Haltung des Schulministeriums ist ausgesprochen unbefriedigend. Letzte Woche ist ja der Solinger Weg abgesagt worden von Seiten des Schulministeriums. Wir haben das ja schon häufiger gefordert. Ich bin der Auffassung, dass wir ein Stufenmodell brauchen, das es ermöglicht, orientiert an den Stufen der Pandemie, also an zunehmenden Infektionszahlen, für Schulen dann in hybriden Unterricht zu gehen. Das heißt, in eine Mischung aus Präsenzunterricht und Online-Unterricht oder Präsenzunterricht und heimischem Heimarbeit. Da muss es, glaube ich, sehr schulformbezogene Modelle geben. Meines Erachtens muss Grundschule sehr lange am Start bleiben. Die Abschlussklassen müssen auch sehr lange am Start bleiben. Dazwischen gäbe es sicher einen Korridor, bei dem die Schulen auch in der Lage wären, Konzepte, die sie jetzt ja auch schon in den Schubladen haben, so umzusetzen, dass der Schulunterricht entzerrt wird. Und ich will das nur noch mal klar sagen, unser Ziel muss es doch sein, einen gesamten Lockdown zu verhindern. Und darum muss auch jeder seinen Beitrag leisten. Wir haben die technischen Voraussetzungen dafür im Blick. Es gibt zurzeit ca. 6.000 Geräte, die ausgeliehen werden können. Das wird auch, werden auch mehr Geräte werden in den nächsten Wochen, sobald die Lieferung eben eintrifft. Und das haben Sie also nochmal ganz deutlich der Schulministerin auch so in einer Videokonferenz vorgeschlagen. Und die Reaktionen waren? Ja, das war die Forderung an die Schulministerin. Die Reaktion war aber so, dass sie das ablehnt weiterhin und eine streng einzelfallbezogene Betrachtung der einzelnen Schule haben will. Das heißt, Hybridunterricht an Schulen soll nur dann möglich sein, wenn zu wenig Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung stehen. Das betrachtet die wirklich Komplexität auch des Infektionsgeschehens überhaupt nicht und ist meines Erachtens als Haltung wirklich unzureichend. Wir haben heute auch noch mal gesagt, sie ist mit ihrer Meinung da mittlerweile relativ alleine, weil auch die Lehrer haben sie eigentlich bei diesem Modell auf ihrer Seite. Ja, das war auch in der Konferenz der Bildungsbeigeordneten des Städtetages so, dass da allgemeines Unverständnis herrschte über diese Position. Und meine Wahrnehmung ist, dass auch Lehrerinnen und Lehrer sehr dafür eintreten und auch Schulleitungen, dass solche Konzepte möglich werden, damit der Schulbetrieb auch gesichert wird gegen die weitere Ausbreitung der Pandemie. Sicherer Schulbetrieb, da fällt mir doch ein Stichwort dann ein, nämlich Schulsport. Auch das war heute ein Thema. Auch da haben wir eine Lösung vorbereitet. Ja, wir werden dem Krisenstab vorschlagen zur Beschlussfassung, auch nach Rücksprache mit Schulleitungen, dass der Schulsport weiterhin stattfindet mit Ausnahme von Kontaktsportarten. Das entspricht auch der Landesregelung. Schulschwimmen wird nicht stattfinden. Wir werden diese Regelungen aber jede Woche überprüfen und zu den Regelungen gehört dann auch noch, dass prüfungsrelevante Sportkurse natürlich stattfinden müssen, damit die jungen Menschen auch ihre Prüfung vorbereiten können. Wunderbar. Vielen Dank. Dankeschön.